Offensichtlich entwickeln die Chinesen ein Enzym, ein biologisches Ferment, einen Wachstumsregulator, der die klimatischen Verhältnisse völlig belanglos macht. Wo kommt das Ding hin? In die Sonnenbrille, in die Schuhe oder in den Gürtel? Nein, das wird man Ihnen einsetzen. Glauben Sie, dass ein normaler Mensch bereit wäre, nach China zu gehen mit einer scharfen Bombe im Schädel? Nein, sicherlich nicht. Es sei denn, dass es Ihnen keiner gesagt hat. Ich bin auf einem Filmstreifen und ich werde versuchen, ihn in die Finger zu kriegen. Es ist Selbstmord. Es sind 50 Kilometer bis zur russischen Grenze. Was schlagen Sie vor? Ich lehne das Töten grundsätzlich ab. Armer Dr. Hathaway, Sie sind das Relikt einer Vergangenheit, die nie existierte.